Im Sommer haben wir hier bestimmt über dem Pflaster an den Hausfassaden 40 Grad und mehr. Das heißt, wir mussten uns schon für einen Klimabaum entscheiden. Das Klima verändert sich momentan sehr, sehr schnell. Wir sind jetzt schon ungefähr bei 1,5 Grad höherer Temperatur. Im Schnitt in Deutschland, in der Stadt, steigen die Temperaturen um 5, 6, 7 Grad. Das kann der heimische Baum gar nicht mehr ertragen. Wir sollten mehr Bäume in die Stadt pflanzen und wir sollten die richtigen Sortimente pflanzen. Das sind eben diese Klimabäume der Zukunft, Stadtbäume der Zukunft. Das sind auch fremdländische Bäume. Wir können die auch wunderbar mischen mit den heimischen Pflanzen. Das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen Biodiversität, wir brauchen möglichst viele Arten und Sorten in der Stadt. Dann tun wir auch den Vögeln, den Insekten hier was Gutes und das verträgt sich auch mit der Stadt. Der Baum kühlt die Luft runter um mehrere Grad. Es gibt Erhebungen darüber, dass eine Straße, wo Bäume stehen, dass die Luft dort 3-4 Grad kühler ist als in Straßenzügen, wo nur Beton ist. Und man kann immer wieder sagen und feststellen, dass die Menschen dahin gehen, wo es Grün gibt. Es gibt für jeden Standort, es gibt für jeden Straßenzug den richtigen Baum. Und deswegen hat man dann am Ende des Tages gesagt, man nimmt die Platane, weil sie erstens sehr schnittverträglich ist für diese Form, für diese Kastenform. Und zum Zweiten kann sie eben mit hohen Temperaturen und mit Dürre auch sehr gut umgehen. Den hat man hier wunderbar integrieren können, diesen Kastenbaum. Passt sehr gut. Die alten Hausfassaden, die werden gar nicht verdeckt von den großen Kronen. Das war immer die Sorge der Architekten, der Hochbauarchitekten, dass man die Fassaden verdeckt. Das haben wir hier geschafft. Wir haben ein tolles Kleinklima für die Menschen. Wir haben Schattierungen für die Menschen. Man hat ein architektonisches Element und wir haben dadurch den Stephansplatz deutlich aufgewertet.